Mein Buch kommt am 31. Oktober raus. Es ist ab jetzt schon vorbestellbar. Link oben in der Videobeschreibung. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Stadion-Vlog heute. Und zwar, Freunde, gucke ich mir das U19-Länderspiel an, Deutschland gegen England. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt, extra 500 Kilometer hergefahren, denn mein Kumpel, Oliver Batista Meyer, der für Deutschland spielt, hat mich nämlich eingeladen zum Spiel. Er hat mich hier auch eine Karte gerade hinterlegt, die habe ich auch schon abgeholt. Da steht Ehrenkarte drauf, Block F, Sitzplatz überdacht. Was geht ab, Jungs? Alles klar? Können wir zusammen von oben? Ja, klar. Hier sind auch echt schon richtig viele Menschen. Also es sind ungefähr 3000 Zuschauer erwartet. Hier bei der Tribüne werde ich gleich irgendwo sitzen. Da vorne seht ihr es auch schon, Deutschland gegen England. So, jetzt bin ich echt gespannt, was hier abgehen wird. Ich war noch nie auf einem Jugendnationalspiel. Also ich bin mal gespannt, was die Jungs so drauf haben. Aber der Batista Meyer ist ein extrem krasser Spieler, Freunde. Er hat es ja auch in den Champions-League-Kader von Bayern geschafft. Drücken wir ihm heute die Daumen, dass er ein Tor schießt. Machen wir mal eine kurze Tour hier rum. Jo, ja klar. Mach mal Foto. Deutschland-Trikot an, oder was? Ja. Läuft. Oh mein Gott, aber der Rasen sieht ja unnormal krass aus. Richtiger Profi-Rasen hier. Hier sind Stehplätze. Da hinten sind wahrscheinlich Sitzplätze. Ich gehe jetzt mal gleich zu meinem Platz, Freunde. Was geht ab, Jungs? Alles klar? Servus. Mach den Eingang. Ein Spiel hat mich eingeladen. Warum nicht Sinan Gümüş? Lass was kriegen. Ja, Sinan, geh ich bald hin. Müsst ihr Choreografie machen, oder was? Geh mal weiter. Ja, nein, nein. Mach mal so, dann schneide ich mich rein. Mati? Ja. Oh, ich weiß nicht, Mati. Mati ist zu Hause in München. Schau, Mati, jeder fragt auch nach dir. Siebre Sportzentrum Havassen-Haiger. Oh mein Gott, so heißt die Arena auf jeden Fall. Hier ist mein Eingang, Digga. Erster Blick gleich ins Stadion. Die deutsche Aufstellung wird gerade aufgesagt. Ja, mein Kumpel spielt auf jeden Fall von Anfang an. Let's go. Das ist mein Sitzplatz. Mit der Nummer 11, Oliver Batista Meyer. Let's go. Olli hat die Nummer 11, auf dem müssen wir auf jeden Fall ein Auge werfen. Die Location vom Stadion ist aber richtig nice, hier mit den ganzen kleinen Bergen hier drumherum. Irgendwo 100 Kilometer von Frankfurt entfernt. Germany heute versus England. Let's go. Gleich kommen die Spieler rein. Die Jungs, die mich gerade erkannt haben, haben gerade hier das Tuch reingetragen. Das DFB-Wappen müsste das sein. Yes. Let's go. Richtige Zeremonie. Herzlich willkommen, den U19-Nationalmannschaft von England und Deutschland. Da ist er, Leute. Danke nochmal für die Einladung, Bruder. Ja, ist schon ein besonderes Gefühl, hier gleich die deutsche Nationalhymne zu hören. Ich glaube, Jugendnationalspieler zu sein, ist jedermanns. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Wir erheben uns, yes. Erstmal die englische Hymne. Und so fort, Leute. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein qualitativ hochwertiges Match. Da ist er, der Olli, Nummer 11. Auf geht's, Jungs! Digga, alle haben die gleichen Schuhe an, lol. Olli direkt vor uns, Einwurf für England. Komm, hol ihn dir, Olli. Ja! Schau mal so an. Komm, Olli, komm, Olli. Will sie auch schon mal zu tun? Olli! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für eine Chance! Aber stark pariert vom Torwart. Schönfelder vom 1. FSV Mainz 05. Mein Start ist vorziehen. Auf geht's, komm mal. Jawohl. Oh mein Gott, Digga. Halbzeiger probiert. Schieß, Alter. Halbzeit, Leute, 1-0 für Deutschland. Leute, was geht hier ab, Digga? Schaut mal. Was geht ab? Sehr gut, Olli. Schönes Ding. Uff. Sehr gut verteidigt. Aktion ist auch noch heiß. Weg, weg, weg.
Komm, Olli, 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 geh, geh, geh. Schön, Olli, let's go. Nice. Uff. Ja. Wow, was für eine Parade vom deutschen Torhüter. Fast, Digga. Sehr schöner Zweikampf, Digga. Tschüss, was für ein Zweikampf. Ich komm dir aus dem Stadion raus. Wir wissen, guck mal. Schau mal, was hier abgeht. Wiska! Hier, ne? Jungs, 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 alles mit der Ruhe, okay? Leute, Security Mann muss mich gerade rausbringen. Die Spieler kommen gleich hier raus, dann können wir den Olli treffen. Das war gerade einfach viel zu krass. Ich habe keine Ahnung, locker 100, 200 Kids sind auf mich losgestürmt. Auch in der Halbzeitpause ging es schon ab, aber nach dem Spiel war wirklich Endstation. 1-0 haben sie gewonnen. England hat auch nicht schlecht gespielt. Die hat sich durchaus den Ausgleich verdient gehabt, aber die U19 von Deutschland einfach abgezockt. Da kommen die englischen Spieler als erstes. Die Außenverteidiger von denen waren richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt hier mit dem Olli. Schade, dass die eine Chance nicht reinging. Das ist zu nice gewesen, aber trotzdem Sieg. Wie war es so, auf dem Platz zu stehen, Digga, für Deutschland zu spielen? Ja, ein schönes Gefühl, weil ich seit einem Jahr verletzt war und seit einem Jahr auch nicht mehr im DFB war. Und ja, war wieder ein geiles Gefühl, vor allem, dass wir heute noch gewonnen haben, so eine Mannschaft, ein geiles Gefühl. Wie war es für dich so, dich zurückzukämpfen nach der Verletzung? Was ging das in deinem Kopf vor? Ja, es war erst schwer, also ich war, glaube ich, 6 Monate verletzt. Die ersten 1-2 Monate, wo ich wieder fit war, war schwer wieder reinzukommen. Ja. Ich habe lange gebraucht, aber jetzt versuche ich stärker zu sein als davor. Und versuche jetzt einfach Gas zu geben. Ja, viel Erfolg, viel Glück. Danke nochmal für die Einladung, Olli. Ich laufe jetzt wieder auf Undercover zurück zum Auto. Es war echt die Hölle los nach dem Spiel. So viele haben mich erkannt. Oh mein Gott, ey, ich konnte gar nicht gescheit mit dem Olli da ein bisschen reden. Der muss ja auch jetzt wieder weiter. Oh Leute, das Lied ist zu krass von meinem Kumpel Easim. Münchner Rapper. Das ist so heftig, Digga. Sie wollten Liebe, doch gaben Hass. Deshalb fragen sie, können wir deine Welt sehen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao, ciao.